Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. Und zwar ist es die Nummer 37. Und wir gucken mal gerade hier hin, weil ich hier so ganz viele Mülleimer sehe. Wie sieht das denn hier bitte schön aus? Räumung beendet, 0% voll. Das heißt, wir können da auch wieder dran arbeiten, dass es voll wird, oder? Und wie sieht's hier aus? Kein Platz mehr. 100% voll, dann räumen wir das jetzt. Hier ist das ganze Werk nochmal. 37% voll, wie sieht's hier aus? 100% voll, also räumen. Und wie sieht's hier aus? Gebäude leert sich. Okay, dann werden wir das jetzt erstmal wieder öffnen. Obwohl 37% jetzt nicht unbedingt leer ist, aber geht gerade nicht anders. 17% voll machen wir auch so. 100% voll, also da wieder leeren. Hier haben wir auch noch einen. Gebäude leert sich, das ist okay. Und hier sind wir, glaube ich, auch noch nicht voll. Genau, das kann so laufen bleiben. Dann machen wir gerade hier den Müll, dann sehen wir die viel einfacher, ne? Also vielleicht doch nicht wegen, ne? Wo ist da der zweite? Komm. Da. Kein Platz mehr. Müssen wir also leeren. Und wie sieht's hier aus? Ja, machen wir erst wieder voll, oder? So, haben wir hier? Ich glaube, hier haben wir, oder? Ja, 17% voll und den leert sich. Gut, dann ist der Müll erstmal wieder am Laufen. Auf dieser Seite der Karte sollten wir das gleich schon, haben wir glaube ich auch hier unten irgendwo war das, ne? Genau. Oh, da fehlt es an Strom. Nicht genug Strom. Keine Verbindung dahin. Ja, da müssten wir dann gucken, dass wir dort... Wie sieht's denn mit dem Windkraftwerk aus in der Ecke? Fortschrittliche Windturbine. Könnte die da vielleicht da... Ah ne, die war im Wasser, ne? Genau. Da könnten die ja da direkt dran bauen an den Rand, ne? Produziert 4 Megawatt. Nee, das will ich dann auch nicht. Lärmbelastung gibt's da. Und da auch. Dann machen wir das erst anders. Indem wir hier erstmal Gebäude hinpflanzen. Und zwar... Was ist denn hier mit dem Doktor? Den haben wir schon mal da. Friedhof, nee. Krematorium, nee. Feuertechnisch haben wir hier noch nichts. Doch, da ist auch schon was. Polizei. Bräuchten wir nicht unbedingt. Ist alles friedlich in unserer Stadt. Obwohl, die können wir mal einfach hier hinsetzen, oder? Machen wir mal. Gut. Und daneben haben wir Bildung. Schulen müssen wir auch noch haben. Eine ist da schon, oder wie sehe ich das? Sollten wir hier noch eine hinzaubern? Machen wir mal. Busse ist klar. Ja, den Rest müssen wir irgendwie... mit einer Straße erstmal arbeiten. Machen wir erstmal da was so hin. Die brauchen nur so ein kurzes Stück erstmal sein. Und dann Wohngebiet dahin. Ne, da machen wir hier... Oder? Große? Ne, machen wir erst groß hier hin. So, dann haben wir da eine Verbindung hin. Da machen wir das auch. Das lassen wir frei wegen, ne, Straße und so. So, passt erstmal. Wird schon was gebaut.
Nee, nicht wirklich. Aber was sind das für LKWs, die da gerade fahren? Ach, ein Bus ist das, okay. Gut, aber Häuser werden auch schon gebaut. Cool. Dann kann es ja nicht mehr lange dauern, dass der Strom dahin kommt, oder? Die haben ein Müllproblem da, auch schön. Ja, komisch. Stromversorgung haben wir da unterwegs. Wir haben doch hier zwei Müllhalden. Und dann haben wir noch ein Müllproblem. Komisch. So, da wird es bald eine Verbindung hingeben, wenn da noch ein neues hinkommt. Ja, Strom müsste jetzt gleich da sein. Wunderbar. Das Busunternehmen funktioniert jetzt auch in voller Größe. So, letztes Mal hat man hier die Straße noch gebaut. Dann würde ich mal sagen, machen wir mit der Straße hier auch noch weiter. Ah, wir wollten die so schwungvoll machen, ne? Ich glaube, wir gehen da mal so durch. Ja. Und? Nee. Oder? So, passt. Nee. So. Auch schön, oder? Mal was anderes. Gut, haben wir. Und das ist zu weit rechts, glaube ich. So, passt. Stichstraße da rein. Komm hier, quer durch und fertig. Sieht doch schon ganz schick aus, ne? So. Und von der gehen wir da noch rüber. Sieht auch gut aus. Da haben wir sie durchgemacht. Passt. Gut, okay. Hier ganz viele kleine Häuser hin, oder? Das sieht doch gut aus, oder? Das Stück lassen wir mal frei für irgendwelche Arztgeschichten und sowas. Und hier mehr Kommerz oder so. Und dann gehen wir da auch mal gerade rüber.
Da auf der Ecke kommen noch ein Zeitungskiosk hin. Ja, ich denke mal, das ist schon mal was hier, oder? Soll man das hier auch noch machen? Ich weiß nicht. Ich denke mal schon an dieser Straße ein bisschen noch. Auf der anderen Seite machen wir mal so schicke Hochhäuser hin. Da freuen die sich bestimmt, wenn das so ist. So, aber was wir jetzt auf jeden Fall hier haben, ist Wassermangel, ne? Gut. Dann gehen wir mal bis zu der Kreuzung. Und da bis dahin. Und so sieht es ganz gut eigentlich aus. So, Wasser passt. Gut. Andere Dinge sind stromtechnisch jetzt wohl angeschlossen. Ja, sieht gut aus. Dann sind wir da auch schon wieder ein Stück weiter. Das heißt, wir brauchen wieder ein bisschen mehr Industrie. Dann machen wir hier noch ein bisschen Industrie hin. Ich glaube, das noch. Und dann haben wir es hier erst. Oh, Züge fahren da auch schon ein und aus. Das ist super cool. Dann könnten wir noch ein paar Bürogebäude brauchen. Die machen wir mal auf dieser Seite hin. Was hier noch wird, weiß ich noch nicht. Sieht auch gut aus, denke ich mal so. Da nicht, da aber. Und da müssen wir die Straße dann weiter anbinden. Dann machen wir hier auch noch ein paar Bürogebäude hin. Gucken wir mal, oder? Diese Ecke können wir auch noch machen. So. Ein bisschen gemixt. Ja, wenn wir schon dabei sind, ne? Ach, da wollten wir andere Dinge machen. Schnell weg. Da wollten wir das Dingens machen. Wie heißt es? So Arzt und sowas vielleicht, oder? Obwohl das ja auch hier irgendwo ist, ne? Aber okay, lassen wir erstmal so. Gut. Hatte ich eigentlich schon erzählt, dass es irgendwie so ein Update gab, hier 1.1 oder irgendwie sowas? Ich glaube, habe ich noch nicht erzählt, ne? Das ist auf jeden Fall dabei. Ach, das sind Bürogebäude. Okay, die habe ich jetzt hier, habe ich großes Gewerbe gemacht, oder wie sehe ich das? Ja, gut, dann halt habe ich mich da vertan, was ich hatte eigentlich vor, dass die da bauen. Lassen wir das so. Gut, dann machen wir das dahin. Und gucken, wie sich das entwickelt mit der Zeit, oder? Ja, da wird dann eine Straße reinkommen. Komm, lassen wir das erst weg und gucken das dann. Gut, wächst alles ein bisschen. Wir haben genug Platz geschaffen. Dahin wählen noch Arbeiter, die keine Ahnung haben. Ja, keine Ahnung nicht, sondern die nichts gelernt haben. Hier haben wir schon wieder ein Müllproblem noch. Komisch, wie sieht es in unserer restlichen Stadt aus. Hier sehe ich jetzt nichts, außer dass da vielleicht ein oder andere Haus abgerissen werden muss. Das weg. Da ist auch noch irgendwo eins. Oder auch zwei. Hier oben war immer ganz viel.
Ein Gebäude ist abgebrannt, dann reißen wir das auch ab. Aber hier haben wir jetzt gar keine Probleme mit Gebäuden. Da ist ein Smiley in irgendeiner Form und da oben sind... Ja, da muss irgendwas mit dem Friedhof gemacht werden, ne? Wie weit geht denn das? Ach, da ist ein Riesengebiet noch. Aber der Friedhof ist doch hier, oder? Aber hier haben wir wahnsinnigen Verkehrsstau, super. Das sieht ja schon richtig gut aus, ne? Gut. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Keine Ahnung. Große Straße. Einbahnstraße. Ne, dann will ich nur diese Straße haben, als, aber die gibt's gar nicht als Einbahnstraße. Auch schön. Okay. Kommen hier vom Industriegebiet. Von hier kommen die eigentlich, ne? Könnten die eigentlich direkt da so hinfahren, oder? Gucken, ob das angenommen wird. Sieht jetzt irgendwie nicht so wirklich so aus momentan. Ja. Das ist natürlich krass hier, ne? Da fährt auch immer nur ein Auto rüber, oder wie sehe ich das? Ja, und den Weg hat jetzt noch keiner gesehen. Naja, okay. Ich denke mal, für die Folge soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.